Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu der ersten Folge Super Mario Maker 2 im Online-Modus. Und ich habe jetzt mein Profil gewechselt. Ich bin jetzt wieder auf meinem Standardprofil. Wir haben ja den Story-Modus zusammen durchgespielt. Und für den ersten Online-Modus für die erste Online-Folge würde ich sagen, schauen wir uns zusammen mal die ganzen Ninji Speedrun Level an. Es gibt natürlich ja auch noch wieder ein neues, welches ich noch nicht gespielt habe, glaube ich. Ja. SMB2 Mario, das Multitalent. Den werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Das Speedrun ist das Event ist natürlich beendet. Aber wir fangen ganz unten an. Ich würde sagen, wir machen immer so drei Level pro Folge. Wir fangen an mit rollende Schneebälle. Rollende Schneebälle. Arbeite dich durch Schneefelder und gib auf die Spikes und die Schneepokis Acht. Stammst du auf Schneepokis, verwandeln sie sich in kleine Schneebälle, die du dann aufnehmen und werfen kannst. Spiele dieses Level so oft du willst und finde den schnellsten Weg zum Ziel. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach an. Die sind zwar alle schon abgelaufen, aber ich sag mal so, wir schauen uns die zusammen an. Ihr seht sie nochmal alle und dann geht's los. So. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, da bin ich natürlich schon gleich gestorben. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Wir müssen im Prinzip ja den schnellsten Weg finden. Um das Level zu spielen hier. Ja, lass mich doch mal in Ruhe hier. Große Schneebälle. Ich habe das Level, glaube ich, in 20 Sekunden geschafft. Damals. Und ich glaube, ich bin sogar den Weg oben lang gegangen. Wenn ich mich bei jedem Level so anstelle, dann wären die Parts relativ lang, ne? Okay. Das war schon mal nicht so schlecht, aber ich bin trotzdem gestorben, ne? Ich glaube, wir sind das letzte Mal hier oben lang gegangen. Meine Güte, ey, die schießen aber auch relativ viele. Und da muss ich den Schneeball mitnehmen, okay. Also der Weg oben lang ist wahrscheinlich wirklich der schnellste. Ob ich den natürlich jetzt nochmal hin... Schon wieder voll verkackt hier. So. Okay, jetzt müssen wir den Schneeball hier mitnehmen, damit wir hier... Okay, da wäre das Ziel gewesen. Also die Speedruns, die haben es in sich, ne? Also wir müssen auf jeden Fall einen relativ schnellen Weg finden, um hier... Warum komme ich da nicht hoch? Ich muss wirklich den obersten Weg nehmen, weil das der schnellste ist. Ich sterbe hier ohne Ende. Ich krieg das nicht mehr hin. Ich wollte euch ja eigentlich die Level nur zeigen und nicht hier irgendeinen Rekord aufstellen. Ne? Hey, da können wir gleich nochmal Neustart machen. Das sah schon besser aus. Okay. Und da muss ich wahrscheinlich dann ein bisschen zeitiger abspringen, um über den Poki drüber zu kommen. Okay. Ich bin zumindest oben lang gegangen.
Also 5 Minuten pro Speedrun-Level, also mehr als 3 werden wir sowieso nicht schaffen in dem Part, ne? Nee, ich muss da nach oben kommen. Und ich streng mich dann immer so an hier. So. Okay, das sah doch schon mal eigentlich ganz gut aus hier. Dann bin ich hier gegen die Schneebälle. Und dann hätte ich es fast geschafft. Aber vielleicht muss ich auch einfach nach unten rutschen. So. Ich kann auch rutschen. Ich vergesse das immer, weil dann ramle ich die nämlich um, ne? Ach, Mist. Okay, jetzt werden wir aber das Level endlich mal abschließen. Ich will dort oben lang. Mann. Sackte er und verkackte. Also ich probiere jetzt so lange, bis ich hier perfekt durchkomme. So. Das sah doch schon mal... Ich finde irgendwie nicht den richtigen Weg und das ist das erste Speedrun-Level. So, machen wir das so nochmal. Eieieiei. Und dann verkacke ich so, ich bleibe immer bei dem letzten Poki irgendwie hängen. So, und wenn ich mal hier... War doch schon mal ganz gut hier. Da bin ich jetzt nicht mehr gerutscht. Ich weiß auch nicht, ob man durch den durchrutschen kann, aber... Ich will das Level ja wenigstens abschließen. Also ich wollte eigentlich 3 Ninja Speedrun Level hier zeigen und wenn das so weitergeht, dann werde ich nur 2 schaffen. Okay, das sah diesmal... Ich wollte gerade sagen, das sah diesmal ein bisschen besser aus. Das gibt's doch gar nicht. Warum? Ah, warum bleibe ich denn immer bei dem letzten Poki da hängen? Und jetzt hätte ich den Schneeball mitnehmen müssen. Leute. So, Toadette stellt sich ja eigentlich gar nicht so... Stellt sich ja eigentlich gar nicht so doof an, ne? Ja, endlich haben wir das Ziel erreicht, meine Güte. Ah, okay, Level beendet. 20 Sekunden, Bin bei 23 Sekunden. Naja, okay, gut.
Wir gucken aber ins zweite rein. The Speed Venture of Link. Schnapp dir das Masterschwert und werde zu Link. Nutze Schwert, Schild, Bogen und Bomben, um es bis zum Ziel zu schaffen. Wie man Link steuert, kannst du dir jederzeit im Pausenmenü unter Steuerung ansehen. Wird es dir gelingen, die schnellste Route zu finden? Ich weiß es nicht. Hauptsache, wir kommen hier durch. Also, das zweite Speedrun-Level, was es jemals gab, mit Link. Wie gesagt, ich hoffe... sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das geht ja schon wunderbar los. So. Ich muss erst mal schauen, wie das hier alles war. Also das ist Bogen. Nach unten ducke ich mich. Ach, alles klar. So, lenke ich nämlich die Kugeln hier um. Und ich muss wirklich Link hier behalten? Oh Gott, jetzt bin ich schon nach unten gesprungen. Ja, das war schon... Das war schon verkehrt. Jetzt kommt da eine Kugel raus. Die geht auf jeden Fall in die Richtung. Dann sind die erstmal alle weg. So, hier unten hätte ich sogar ein Schwert gegeben. Die Kugel geht dort oben raus. Okay. Den ersten Abschnitt haben wir geschafft. Dort gibt es ein Leben drin. So, der Feuerbruder ist weg. So, der ist auch weg. Ich kann, glaube ich, auch Bomben schmeißen. So, dann sind die zwei Blumen dort weg. Dann komme ich hier nach unten weiter. Dahinter hätte ich auch noch gekonnt. So, und hier haben wir nämlich schon das Ziel. Wir können, glaube ich, unten durchschwimmen, wenn wir eine Bombe da hinschmeißen. Ich habe auf jeden Fall ziemlich lange gebraucht. 1,27, ich weiß gar nicht, was meine Bestzeit war. Das müsste eigentlich auch angezeigt werden. Aber ich will euch halt einfach nur nochmal die Speedrun-Level zeigen. Eigene Bestzeit 48 Sekunden. Okay, und jetzt 1,27. Ist nicht so prickelnd. Okay, der Schatz im tiefen Wald. Um dieses Level abzuschließen, musst du die 10er-Münzen finden, die sich in den Tiefen des Waldes verbirgt. Finde zuerst den schnellsten Weg nach unten. Beim Hinaufklettern danach könnte es helfen, an der richtigen Stelle von der Wand abzuspringen. Okay. Das dritte Speedrun oder Ninja Speedrun Level. Sammle alle 10er Münzen und erreiche das Ziel. Also erstmal geht es nach unten, so wie ich das mitgekriegt habe hier. Wie gesagt, für mich sind das alles ganz normale Level. Ich achte jetzt wirklich nicht so sehr auf die Zeit. Ne? So, nach unten den schnellsten Weg finden, wurde ja erstmal gesagt. So, und dann muss ich nach oben klettern. So, die 10er-Münze. 10er-Münze haben wir... Ach du Scheiße. Jetzt ist Toadette einfach da in der Ecke hängen geblieben und hat es nicht geschafft. Ja. Ah, da habe ich den... Oh, das geht auch nochmal nach unten. Oh.
40 Sekunden, ich habe glaube ich 30, hier braucht doch glaube ich meine Bestzeit, ne? Och, und dann springe ich hier noch übers Ziel drüber. Was, wie stelle ich mich denn hier an? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Okay, Level beendet. Ah, 30 Sekunden war meine Bestzeit, jetzt 40 Sekunden. Ist schon schwierig. Naja. Also wir haben die ersten drei Ninja Speedrun Level uns angeschaut. Jetzt kommt Katzen Mario Sprint. Das werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann geht's weiter mit den nächsten Speedrun Level. Macht's gut, euer Basti. Ciao. Zombie Apocalypse.